Eigentlich haben sich die emotionalen Beziehungen nicht so sehr verändert. Es haben sich mehr die Verantwortlichkeiten der Beteiligten geändert. Nach der Zeitreise ist Lupo nicht mehr Deputy. Sie ist nun Sicherheitschefin von Global Dynamics. Allison ist nicht mehr die Chefin von GD, sondern Fargo. Er ist nun der Leiter unserer Forschungseinrichtung. Der Effekt von all dem ist, dass es unsere Anstrengungen, uns gegenseitig beizustehen, eher komplizierter macht. Fargo muss in seine neue Funktion eingeführt werden, sodass Allison ihm dabei helfen muss. Lupo, die jetzt die Sicherheit leitet, braucht die Unterstützung von Jack. Als Gruppe bleiben wir emotional verbunden und versuchen uns gegenseitig zu helfen mit all diesen Veränderungen. Zurück zu unserer Zeitreise merkt Lupo auf einmal, dass sie und Zane, der ihr ja in der alten Zeit einen Heiratsantrag gemacht hatte, niemals miteinander ausgegangen sind. Ihre Beziehung existiert also nicht mehr. Sie braucht daher vor allem auf der emotionalen Ebene unsere Unterstützung, um einen Weg zu finden, wie sie ihre Beziehung zu Zane klären kann. Als Jack zurückkommt, versucht er, die Beziehung zu Tess zu beenden, weil das der beste Weg für sie ist, um nach Australien zu gehen. So ist ja die letzte Staffel zu Ende gegangen. Und das öffnet natürlich wiederum die Tür für das, was zwischen ihm und Allison passieren könnte. Und so versuchen wir alle, uns neue Wege zu ebnen und uns gegenseitig zu helfen.